Hallo, liebe Zuschauer! Einiges hat sich getan in den letzten Wochen. Ich habe mir ein paar neue Handhelds gekauft und auch ein paar neue Spiele und die möchte ich euch jetzt zeigen. Los geht's! Da wäre zum Beispiel erst einmal für die PSP, die ich euch das letzte Mal schon präsentiert habe, Final Fantasy Tactics. Ich habe es mir endlich zugelegt und habe mir gedacht, na, in dieses dicke, fette Rollenspiel, da wirst du jetzt mal richtig einsteigen. Habe es günstig geschossen bei einem Händler in Schottland. Es hat jetzt ein paar Tage gedauert, bis es hier in Deutschland war, aber jetzt ist es da. Final Fantasy Tactics für die PSP. Und für den Nintendo DS, den ich euch das letzte Mal präsentiert habe, habe ich mir auch ein Rollenspiel besorgt. Etrian Odyssey, ein Spiel, welches in Richtung, ja, Bard's Tale geht. Wer kennt es nicht von damals? Und das ist auch, ja, bei How Long to Beat habe ich nachgesehen, ungefähr 50 bis 60 Stunden Spielzeit. Ich bin mal gespannt, so ein paar Stündchen habe ich schon reingespielt. Ist wirklich nicht schlecht. Also kein übles Rollenspiel, muss man auch selber Karten zeichnen, hast nicht gesehen, wie damals mit dem Karo-Papier. Ja, genau wie bei Bard's Tale. Super Spiel. Was natürlich nicht fehlen darf für den Game Boy Advance, den ich euch gleich präsentieren werde. Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Natürlich, leider nur das Modul an sich, aber hey, dieses Spiel muss man haben. Harvest Moon gehört einfach dazu. Und für 1 Euro auf eBay geschossen, V-Rally 3 kenne ich eigentlich nur von der PlayStation her, zumindest den ersten Teil. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich V-Rally 3 auf dem Game Boy Advance macht. Oh, reingelegt habe ich es noch nicht, muss ich mal ausprobieren. Die vier Sachen hier, wie gesagt, erstmal als Spiele. Und dann kommen wir jetzt zum Gesamtpaket, welches ich ersteigert habe. Das zeige ich euch jetzt. Passt gar nicht alles ins Bild, was ich euch zeigen wollte, die ganzen Spiele, die ich dazu bekommen habe. Sagen hier den Game Boy Advance, den normalen, den habe ich aus der Reihe besorgt. Der gehört eigentlich nicht zu dem gesamten Paket, was ich euch jetzt zeige. Aber am Paket insgesamt, was ich ersteigert habe in der elektronischen Bucht, ist hier der Game Boy Advance SP. Ich habe ihn endlich. Ja, der mit dem verbesserten Bildschirm, wo man die Beleuchtung hoch und runter stellen kann, mit der Hintergrundbeleuchtung. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr euch mal einen Game Boy Advance zulegt. Ich mach's mal aus. Klapp's zu. Ist ein bisschen abgegriffen hier, diese Tribal-Edition. Wie gesagt, aber auf dem Display selber sind keine Kratzer drauf und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wenn ihr euch einen Game Boy Advance zulegt. Ich weiß nicht, ob ich das in die Kamera reinbekomme. Ist, glaube ich, nicht so gut zu sehen. Dass ihr euch ein Modell holt, hier oben AGS 101. Kriegt das irgendwie, kann man das, na, ich weiß nicht, ob die Kamera das reinbekommt, aber wie gesagt, wenn ihr euch ein Game Boy Advance SP zulegt, dann besorgt euch das Modell AGS 101. Kostet auch ein paar Euro mehr als das normale Modell, aber das ist von der Beleuchtung her wirklich wert, ist absolut auf dem Niveau vom Nintendo DS, was den Bildschirm angeht. Kommen wir zu den Spielen, die dabei waren. Ich lege mal kurz die Handhelds zur Seite. Da ist zum einen meine Tierpension. Ja, was soll man dazu noch sagen? Dann Rayman habe ich kurz reingespielt. Nettes Jump'n'Run. Rayman und die Rache der Hoodlums war dabei. Und weiter geht's. Meine Tierarztpraxis. Ja, wer wollte nicht schon immer Tierarzt werden als kleiner Junge? Ich zum Beispiel. Und noch ein paar andere. Ich glaube, der Game Boy Advance, den ich hier geschossen habe, hat vorher ein Mädchen gehört. Denn es geht weiter mit Dogs. Ja, jetzt sollte man meinen, dass man das alles auf einem Modul kriegt, aber ist wohl nicht so, denn es gibt noch Cats. Naja. Und irgendwie, der Vorbesitzer muss wohl auch auf Lizenzspiele gestanden haben. Große Haie, kleine Fische. Okay. Dann war noch ein Game Boy Color Spiel dabei. Da hat es die Verpackung leider ein bisschen schon in Mitleidenschaft gezogen. Asterix und Obelix, Game Boy Color. Muss ich auch mal ausprobieren. Wenn man sich mal den ursprünglichen Preis anguckt. 69 D-Mark 95. 70 D-Mark. Naja gut, das sind 35 Euro heute. Nichts mehr wert. Was kriegt man heute noch für 35 Euro? Geh mal in den Laden und geh für 35 Euro einkaufen. Kriegst du nichts mehr. Dann war noch dabei die wilden Fußballkerle. Okay. Wie ich schon sagte, Lizenzspiele. Nö. Geht weiter. Himmel und Huhn war dabei. Okay. Und Lizenzspiele. Ratatouille war auch dabei. Ja, das alles im Paket mit hier dem Game Boy Advanced SP für knapp 50 Euro. Soll ich nochmal einschalten? Hört sich so gut an, ne? Für ungefähr 50 Euro. Ja, perfekt. Da kann man wirklich nichts sagen. Sollen wir mal V-Ready reinhauen? Komm, machen wir einfach mal. Darf man das im laufenden Betrieb? Dann mache ich es mal lieber nochmal aus. Dann das Modul rein und mache es an. Dann schauen wir uns mal V-Rally an.
Wie gesagt, das Ganze, die ganzen Spiele, wie viele Spiele sind das? 2, 4, 6, 8, 10 Spiele plus den Game Boy Advance mit Ladegerät dabei für insgesamt knapp 50 €. Und das ist natürlich jetzt wieder der Vorführeffekt. Genau jetzt funktioniert es nämlich nicht. Dann machen wir das vielleicht nochmal aus. Puste ich einmal durch das Modul durch. Ich könnte es natürlich auch rausschneiden, aber das lasse ich jetzt so drin. Ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. So, rein mit dem Modul. Zier dich nicht so. Und dann jetzt mal los. Modul, du bist jetzt in YouTube. Ja, bitte, geht doch. Licensed bei Nintendo. Oh, Atari-Spiel. Ja, stimmt, V-Rally war von Atari, richtig. Ich kann mich entsinnen. Fernando Vélez, Gourmand Double. Irgendwas. Konnte ich jetzt leider nicht lesen. Englisch ist dabei. Français, Deutsch. Und dann natürlich Deutsch. Komm hier, mach mal. So. A-Taste ist es meistens. Ja, Partie Martin, Partie Martin. Eine Partie erstellen. Jo, komm, hier mal auf A drücken. Und dann? V-Rally Mode gibt es. Time Trial. Probieren wir mal ein Time Trial aus. Mal sehen. Das kann ich jetzt kaum sehen, was ich hier mache, aber für euch mache ich das mal. Renault Sport, Volkswagen Racing. Natürlich, was ist das? Fahren wir damit ein Polo? Volkswagen Polo. Das machen wir doch mal. V-Rally 3 für den Game Boy Advance. Können wir in France fahren, in Sweden, in Portugal, in Kenia, in Germany. Fahren wir in Germany. Da gibt es sogar verschiedene Strecken. Guck mal. Sechs verschiedene? Das ist super. Also da ist schon vom Inhalt her doch einiges drin. Wollen wir mal gucken. Einstellung? Nee, komm hier. Fahr los. Sonderprüfung starten, genau. Mensch, Mensch, Mensch. Wahrscheinlich fahre ich direkt in der ersten Kurve in die Bäume. Und? Ja, geht, ne? Dieses typische Knatter. Motorensound ist in Ordnung. Kommt ganz gut rüber. Hoppala. Ach ja, das war ja wieder Motorsport. Da muss man auch mal bremsen hin und wieder. Hoppala. Hoppala. Schon wieder an der Wand. Mein Schwer. Oh, wer macht den Berg dahin? Ja, V-Rally 3 auf jeden Fall war mit in dem Paket, beziehungsweise nicht mit in dem Paket. Das habe ich für 1 € geschossen, auch in der elektronischen Bucht. Ja, wie gesagt, das war meine neue Handheld-Kollektion. Ich hole den kleinen hier auch nochmal mit rein, damit ihr ihn seht. Ja, das habe ich in den letzten Wochen geschossen. Bin ich ganz stolz drauf, so langsam wächst meine Sammlung. Was ich jetzt noch suche, nach wie vor Nintendo 3DS XL und ich möchte mir jetzt einen Nintendo 64 anschaffen. Ja, auch da könnt ihr mal euch melden, falls ihr sowas habt und vor allem, falls ihr euch dort im Preissegment auskennt, was man dort für einen normal gut erhaltenen Nintendo 64 zahlt mit einem Controller dabei und natürlich allen Anschlusskabeln. Da gibt es nämlich auch bei eBay von 20 bis 200 € alles Mögliche in dem Preissegment. Muss ich vielleicht noch auf irgendetwas Spezielles achten, auf irgendein spezielles Modell? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wäre ich sehr dankbar. Gut, für heute war es das. Meine neuen Handhelds hier mit den Spielen wollte ich euch mal kurz auf den Laufenden halten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.